Mit 7 Symbolen gehen wir durch die Passionszeit. Essig. Beißender Geruch steigt mir in die Nase. Ein säuerlicher Geschmack entsteht auf der Zunge. Pur, eigentlich ungenießbar. In der Bibel wird von einem Mann erzählt, der Jesus einen in Essig getränkten Schwamm an den Mund hält. Da hängt dieser schon am Kreuz. Wie kann dieser Mann nur? Er erniedrigt Jesus noch mehr, indem er ihm eine ungenießbare Flüssigkeit hinhält. Doch Moment, wir übersehen ein Detail. Zur damaligen Zeit galt so ein Essigtrank als Durstlöscher und Erfrischung. Er wurde geschätzt wegen seiner gesundheitsfördernden Wirkung. Essig desinfiziert Wunden. Und so einem Essigtrank wurden manchmal auch schmerzlindernde Substanzen beigefügt. Mit diesem Wissen erscheint der Mann unter dem Kreuz plötzlich in neuem Licht. Er wollte Jesus gar nicht verspotten. Ganz im Gegenteil, er wollte seine Schmerzen lindern. Aber er hatte Angst. Angst, als Anhänger dieses Aufrührers Jesus zu gelten. Und deshalb kommentiert er sein Tun lautstark mit den Worten: Wollen wir doch mal sehen, ob der Prophet Elia vorbeikommt und ihm hilft, herabzusteigen vom Kreuz. Ist dieser Mann in meinen Augen deswegen ein Heuchler? Einer, der sein Fähnchen in den Wind hängt? Ich bin unschlüssig. Zu nah noch die Erinnerung an erlebte Diktatur. Pfarrer, die ihre junge Gemeinde schützen wollten und deshalb Zugeständnisse an den Staat machten. Opportunisten, Heuchler, Menschen mit 2 Gesichtern. Ich kann den Stab nicht über sie brechen. Das steht mir nicht zu. Dieser Unbekannte unter dem Kreuz jedenfalls gab Jesus Essig, ein Produkt des Weines. Und den hatte Jesus noch am Vorabend mit seinen Jüngern geteilt und diesen vergorenen Traubensaft gedeutet als Zeichen des Neuanfangs zwischen Mensch und Gott. Aus dem Weinstock die Rebe, aus der Rebe der Saft, aus dem Saft der Wein. Und aus dem Wein letztlich Essig. Symbol der Vollendung eines Weges. Symbol für das Ende von Schmerzen. Zeichen für Heilung. Heilung der Wunden aller Menschen. Schon jetzt und dann in Ewigkeit.
Musik.